Tja, hallo. Ich sitze hier an diesem wunderschönen Juniabend im Wald. Ja, ich habe schon den ganzen Tag hier rum. Ich habe gechillt, relaxed. Ich bin restlos begeistert. So ein schöner blauer Himmel. Ist das ein schönes Wetter. Angenehm 24 Grad jetzt hier draußen. In der Stadt ist es 30 Grad. Tja. Willkommen, einfach im Wald. Und ich habe heute mal was Besonderes. Ich bin vor ein paar Tagen einkaufen gewesen und bin beim Teddy vorbeigelaufen. Da war hinten draußen am Ständer ein ganz interessantes Ding. Ein elektronischer Moskitovertreiber, ein Moskitorepeller auf Ultraschallbasis und zwei Knopfzellen. Ich zeige ihn euch mal. Und das Ding ist also, wie gesagt, das soll jetzt keine Reklame sein, gibt es bei Teddy und kostet 2 €. Und ich habe gedacht, ach, hol dir das mal, probier mal aus, ob das Ding geht und packen wir es mal aus. Hier haben wir. Hier ist an der Seite so ein kleiner Schalter und da kann man es einschalten und da der Ultraschallton für uns Menschen nicht hörbar ist, kann man nur so ein ganz leichtes Fiepen aus kurzem Abstand von den Unterwellen hören. Ich hoffe, man kann es auf der Aufnahme jetzt hören. Ja. Ich habe also gestern Abend ausprobiert. Ich habe also von Sonnenuntergang bis um 1 Uhr im Wald gesessen und Glühwürmchen gezählt. Das war wunderbar. Und da kamen dann auch ein paar Mücken und ich habe es ausprobiert. Und ich hatte nicht erwartet, dass das irgendeine Funktion bringt bei dem Preis. Ich dachte, in China spielt es, ach, hier ist noch so eine klein, so ein Druckknopf, ne? Ist doch für Schlüsselbund gedacht, enthält also 2 Knopfzellen. Oh, jetzt habe ich eine rausgeworfen. Nein. Und jetzt ist zum Beispiel gerade eine Mücke, die hier rumeiert. Und jetzt können wir das gleich mal testen. Ich hoffe, ich habe die richtig reingemacht. Wisst ihr? Ja. Hier ist also eine Mücke. Und ich habe das Ding jetzt an. Und tatsächlich, ja, sie sind nicht mehr weg. Jetzt, wie kommt sie hier noch von hinten? Ja. Also, das funktioniert tatsächlich. Ne? Ich hätte es nicht für möglich gehalten.
Wie interessant. Ich glaube schon, dass es funktionieren müsste. Irgendwie sind sie desorientiert hier. Die fliegen zwar noch so ein bisschen hier rum, aber... Wir sind schön. Das kann ich nicht entfernt. Hinter mir sind die Augen. Tja. Es scheint wirklich eine Wirkung zu bringen. Und das für 2 Euro. Das ist also wirklich ein Ding. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es wirklich eine mückenvertreibende Wirkung erbringt. Also als Ersatz für Autan und No-Bite und so wäre nicht schlecht. Und ich werde das nochmal weiter verfolgen, nicht? Und meine Erfahrungen demnächst nochmal einknüpfen. Tja. Ach ja, jetzt haben wir den Junimond. Und ja, es hat auch schon die ersten richtigen Gewitter gegeben. Hm. Auch so die... kommerzielle YouTube-Buschkraft-Gemeinde ist so in ein heftiges Superzellen-Frontgewitter geraten. So quasi alle namhaften Kanäle über 2000 Abonnenten waren versammelt. Ich lasse das jetzt mal mit den Namen der Kanäle, obwohl ich die schon nennen durfte. Aber ich möchte jetzt nicht irgendwie Güter auslösen. Und es kam wirklich zu einem heftigen Gewitter und von Bäumen entwurzelt. Und es gab Hagelschlag, Autos wurden umgeworfen, Gullideckel weggespült, Dächer entwurzelt. Zum Schluss mussten ein paar Chemtrail-Flugzeuge starten. Und mit eingesprühtem Silberjodid den ganzen Vorgang stoppen. Und dann war das Video plötzlich von YouTube gelöscht. Und jetzt ist die Superzelle abgezogen. Ja, ich weiß nicht, ob sich jetzt der Dampf entladen hat. Nee. ich habe mich jedenfalls irgendwie köstlich amüsiert. Und ich war gespannt, ob jetzt da nochmal eine Fortsetzung kommt oder nicht. Ja, ich meine, ich bleib nur ein Profit. Möchte ich halt so. Jeder muss tun, was er für richtig hält. Tja. Ja, also der Juni ist ja wirklich ein fantastisches. Also das ist ein Wetter. Oh, das ist ein... Ach, es fängt das Klasse an. Also eher so aus tendenziell euphorisch und wirklich. Obwohl ich wenig geschlafen habe. Ich bin ja bis zum 1 im Wald gewesen, habe die Glühwürmchen gesehen. Das war richtig toll. Und die Feen und die Elfen, die ja leuchtend durch den Wald fliegen. Ja, das war richtig schön. Ich kann das nicht filmen. Ich habe keinen Nachtkamera oder sowas. Und das ist sehr schwierig auch dann. Naja, und das ist halt jetzt so gewesen, dass ich dann doch recht spät zu Bett gekommen bin. Und heute Morgen früh von der Sonne geweckt wurde. Und, aber seit ich jetzt hier draußen im Wald chille, ist das ein schöner Blauer Himmel. Ja, ich werde auch gleich, wenn irgendwann, wenn die Sonne untergegangen ist, hier einpacken und werde da auf die große Lichtung gehen. An dem Waldrand, wo ich gestern war, und werde nochmal nach Glühwürmchen gucken. Ich weiß nicht, ich werde was auch wahrscheinlich gar nicht erst versuchen, das zu filmen. Das wird mir nicht gelingen, da wird man einfach nur nichts sehen und
Deswegen lasse ich das am besten gleich. Ne? Tja. Ja, ich wünsche euch schöne Sonnenstunden. Ne? Auch wenn ich nicht. Also ich mag also Sonnenschein auch. Ne? Und, ja. In diesem Sinne, ne? Angenehmen Sonnenschein. Und bekommt viel Lust, was ich jetzt. Tschüss.